Wir müssen nicht mehr darüber diskutieren. Es stand auch noch nie im Raum, ob Kinder einen Bleistift oder irgendetwas anderes benutzen dürfen. Das, was zeitgemäß ist, das nutzen sie sowieso. Bei uns ist eine Säule auch das selbstständige Lernen und da ist der Einsatz von digitalen Medien einfach unerlässlich. Und ich freue mich, dass Ihnen etwas Besonderes gelungen ist, die Bildungsexperten aus der Praxis, nämlich aus Schule und Verwaltung, zusammenzubringen mit den Bildungsexperten aus Wissenschaft und Forschung. Und wir machen diese Veranstaltung, weil wir im digitalen Lernen Potenzial sehen. Potenzial dafür, dass man Kinder besser individuell fördern kann und damit das große Versprechen des Bildungssystems für Chancengerechtigkeit zu sorgen einlösen kann. Also die Grundidee war, kann man eine Vollkostenrechnung machen in Bezug auf die IT-Infrastruktur in deutschen Schulen von den Kosten, die auf der Schulebene anfallen, bei der Kommune, beim Land und vielleicht auch in Zukunft beim Bund. Der Schlüssel eigentlich, um damit umzugehen, gerade auch in der Schule, scheint mir in der Vermittlung von Medienkompetenz zu liegen. Weil nur indem Schüler Medienkompetenz erwerben, können sie einerseits sich die Chancen digitaler Medien zunutze machen und andererseits eben auch mit den Risiken, die digitale Medien bergen, verantwortungsvoll umgehen. Wir haben ein relativ innovatives Medienkonzept, was aber kombiniert ist mit einem pädagogischen Konzept. Wir sind keine Privatschule oder keine Projektschule und auch keine Pilotschule, sondern eine ganz normale staatliche Schule, die Möglichkeiten und Grenzen des staatlichen Schulsystems einfach neu auszuloten und zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und zwar wird die Inhaltsvermittlung, Inhaltserarbeitung, die sonst im Unterricht stattfindet, nach Hause verlagert. Und dafür werden die Hausaufgaben, wo normalerweise geübt wird, in den Unterricht gebracht. Das ist das Ziel, auch die Rolle des Lehrers zu ändern, vom Alleinunterhalter vorne an der Tafel, sag ich mal, zu Lernbegleiter. Neben den schuleigenen iPads haben wir aber auch das System Bring Your Own Device zugelassen, damit auch hier individuell gearbeitet werden kann und wenn Schüler was anderes bevorzugen, um ihren Lernprozess zu gestalten, dass sie dazu die Möglichkeit erhalten. Wir schätzen die Diversität der Lernenden. Jeder Mensch ist anders, jeder Lernende ist anders. Und dann haben wir uns lange die Frage gestellt, wie können wir dem gerecht werden? Welches Medium, welches Unterrichtskonzept ist geeignet für den jeweiligen Typ, den jeweiligen Lerner? Und im Prinzip haben wir die Didaktik abgeschafft und sind zurückgegangen zu einem ganz anderen alten Instrument, welches sich Mathetik nennt. Das heißt, bei uns ist das Lernen geht vom Lernenden aus und nicht mehr vom Lehrenden. Ich glaube, dass wir da viele, viele Möglichkeiten haben, bei denen es aber nicht nur darum geht, zu lernen, mit Medien sicher umzugehen, sondern wo es darum geht, die fachliche Nutzung von Medien dafür herzunehmen, dass unsere Schüler in unterschiedlichen Bereichen mit der Welt umgehen lernen. Es ist vielleicht ein Irrtum, dass wir immer warten, dass von oben irgendwie ein Segensspruch kommt und eine Gießkanne mit Milliarden. Und klar braucht es Technik. Ohne Hardware, ohne Infrastruktur kann man nichts machen. Aber wir haben jetzt Beispiele schon hören können. Es ist nicht das Wichtigste. Wichtig ist eher der Esprit, die Idee, der Wille, etwas zu tun. Das heißt, es bedarf auch einer gewissen Konsequenz und Beharrlichkeit, Lehrer davon zu überzeugen, dass sie sich eigentlich mal dazu verpflichtet haben, einen Bildungsauftrag an Kinder weiterzugeben und zu vermitteln. Das heißt, für mich besteht die höchste Gelingensbedingung, ich bin jetzt seit 11 Jahren Schulleiterin an meiner Schule, darin, indem ich den Lehrern den Rücken frei halte, alle Ressourcen versuche bereitzustellen, aber auch konsequent und penetrant und manchmal auch nicht besonders freundlich einzufordern, dass man irgendwann, und ich bin jetzt 60, auch mal zu Ergebnissen kommt, die ich dann auch noch erleben möchte. Ich fand es besonders spannend, ich habe sehr viele Veranstaltungen zum Thema digitale Bildung miterleben dürfen.
dass so viele Ebenen, bis auf die Schülerin, aber bis so viele Ebenen, so viele Bereiche hier anwesend waren. Das ist ganz toll, das ist ganz selten so. Das ist wirklich ein Gewinn. Als Lehrer hat man auch die Aufgabe, in seinen Fächern Komplexität zu reduzieren. Und mein Eindruck ist, wir haben mit dieser Veranstaltung heute einmal das Feld groß gemacht, haben auch gesehen, es sind mehrere Ebenen betroffen, die miteinander einen schwierigen, teilweise schwierigen Aushandlungsprozess auch beginnen müssen. Aber ich würde die Komplexität auch gerne wieder jetzt am Ende reduzieren und sagen, jeder kann doch ein kleines Stückchen dazu beitragen, dass man einfach mal was versucht. Also